Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Ott, Sie sprechen doch oft davon, dass Sie die Zukunft pink sehen. Wenn Sie aber in Ihrem Antrag behaupten, Zitat, die Heimat der Menschen drohe zu verfallen, dann widersprechen Sie sich nicht nur selbst. Sie sehen die Zukunft nicht pink, sondern pechschwarz. Und damit meine ich jetzt nicht nur die NRW-Karte mit den Ergebnissen der Europawahl. Und Ihre gerade hier inszenierte Empörung zu Beginn der Rede ist wohl symbolhaft für die Ratlosigkeit und die Widersprüchlichkeiten in Ihrer Partei. Meine sehr geehrten Damen und Herren der SPD, Ihr vorliegender Antrag auf eine Aktuelle Stunde ist zudem vorsichtig gesagt dünn bis unterkomplex und offenbart zugleich ein gewisses Maß an Hilflosigkeit. Sie beziehen sich lediglich auf eine Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes vom 7. Juni und einen Bericht des WDR vom selben Tag. Dann machen Sie pauschal wie immer die Landesregierung verantwortlich. Und da kann ich mir richtig lebhaft vorstellen, wie im Vorfeld die Diskussion in der SPD abgelaufen sein könnte. So, Alarm, die Landesregierung hat einen guten und konstruktiven Plan zur Lösung der kommunalen Altschulden vorgelegt. Die kommunalen Spitzenverbände und das Bündnis für die Würde unserer Städte haben den auch noch gelobt. Oh je, jetzt liegt der Ball tatsächlich bei uns in Berlin. Dann lasst uns schnell eine Aktuelle Stunde beantragen, um den NRW-Vorschlag mit ganz, ganz viel Empörung kaputt zu reden. Und auch wenn das nicht so gewesen sein sollte, hätten Sie doch zumindest vorher Ihre Quellen genauer anschauen sollen. In der von Ihnen zitierten Stellungnahme heißt es unter anderem, Bund und Land müssen sicherstellen, dass wir weiter gestalten können. Und ein Umdenken der Politik auf allen Ebenen ist überfällig. Und ich betone es nochmal, auf allen Ebenen. Das Vorgehen der SPD ist also nicht nur scheinheilig, sondern auch ein durchschaubares Manöver, um von eigener Verantwortung abzulenken. Denn der von Ihnen beklagte Investitionsstau ist doch nicht über Nacht entstanden. Er ist insbesondere auf die chronische Unterfinanzierung unserer Kommunen während der sozialdemokratischen Regierung in NRW in den 80er, 90er und frühen 2000ern zurückzuführen. Denn zu einer richtigen Trendwende kam es erst 2017. Seitdem haben die Investitionen der Kommunen nicht nur zugenommen, nein, sie haben sich sogar verdoppelt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Ott, diese Vernachlässigung Ihrer politischen Verantwortung lässt dann auch diese mit aufgeblasenen Backen vorgetragene Kritik unglaubwürdig erscheinen. Ihre Rede zeigt, dass es Ihnen nicht um nachhaltige Lösungen für unsere Kommunen geht, womit wir dann auch beim Thema der Altschulden sind. Statt hier, um ein wenig in der Fußballsprache zu sein, statt den feinen Pass, den NRW nach Berlin gespielt hat, aufzunehmen und gemeinsam mit der Bundesregierung unsere Vorlage zu veredeln, tun Sie heute lieber erneut alles, um den Rasen zu zertreten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, wenn Sie dabei schon die Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes zum Anlass für Ihre Aktuelle Stunde heranziehen, sollten Sie auch deren Pressemitteilung vom 4. Juni nicht unterschlagen. Tenor: Kommunen begrüßen Landesvorschlag zur Altschuldenlösung. Denn in der vergangenen Woche hat unsere Landesregierung Eckpunkte für den Abbau kommunaler Liquiditätskredite ab dem kommenden Jahr vorgestellt. NRW geht damit einen historischen Schritt, um viele Kommunen nachhaltig von ihren Altschulden zu entlasten. Und das trotz schwieriger Haushalts- und Wirtschaftslage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Eckpunkte sehen so vor, dass ab 2025 jährlich 250 Millionen Euro zur Beseitigung der kommunalen Altschulden bereitgestellt werden. Über 30 Jahre hinweg sollen so mindestens 7,5 Milliarden Euro zusätzlich in die betroffenen Kommunen fließen. Und von den kommunalen Spitzenverbänden heißt es dazu richtigerweise, Zitat, es ist gut, dass die Landesregierung einen Vorschlag zur Altschuldenlösung auf den Tisch gelegt hat, der auch für erhebliche eigene finanzielle Mittel einsetzt. Was die Landesregierung vorgestellt hat, scheint ein belastbares Modell zu sein. Zitat Ende.
Und das klingt jetzt nicht gerade nach scharfer Kritik am NRW-Vorschlag, meine Damen und Herren von der SPD. Und warum verschweigen Sie das eigentlich? Als positive Reaktion war es eben nicht sachdienlich für die Empörung hier in der Aktuellen Stunde. Und liebe FDP, es ist wahrscheinlich keine besonders gewagte Prognose meinerseits, dass der Kollege Wedel gleich die Eckpunkte der Landesregierung zur Altschuldenlösung kritisieren wird. Vermutlich werden Sie dabei erneut darauf hinweisen, dass die Landesregierung bereits im vergangenen Jahr einen Vorschlag vorgelegt hatte. Und ja, das stimmt auch. Aber anstatt sich hier an der Vergangenheit abzuarbeiten, könnten Sie der Sache viel mehr helfen, indem Sie Ihren Bundesfinanzminister in die Pflicht nehmen, seine Zusagen auch tatsächlich einzuhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Gleiches gilt natürlich für Sie, liebe SPD. Wenn der Bundeskanzler in der Ampel auch nur noch ein Müh von seiner Richtlinienkompetenz übrig hat, erwarten wir, dass er zu seinen Versprechen steht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn das sind die richtigen Stellen, an denen Sie sich für Nordrhein-Westfalen, für seine Kommunen und die Menschen vor Ort einsetzen sollten, anstatt weiter nur destruktiv unterwegs zu sein. Denn wir alle wissen, die großen Herausforderungen unserer Kommunen können und werden wir nur gemeinsam bewältigen. Bund und Länder müssen hier zusammenarbeiten und gemeinsam Lösungen finden. Die Landesregierung hat mit den Eckpunkten für eine Altschuldenlösung dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet. Von der SPD kam heute nur Schwarzmalerei, die wirklich niemandem weiterhilft. Ich fordere Sie auf, das zu beenden und Ihre Bundesregierung endlich zum Handeln zu bewegen, damit wir eine Lösung im Sinne unseres Landes, eine Lösung im Sinne unserer Kommunen, eine Lösung im Sinne der Menschen vor Ort finden. Herzlichen Dank.